Nun kommt es ja manchmal vor, dass es einen Unfall gibt und dann weiß man das nicht so. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand eine Krankheit hat und das Ableben ist schon sozusagen vorprogrammiert oder man weiß selber, man ist krank. Was sollte man fertig haben, um diese ganze Prozedur und vor allen Dingen, wie Phönik gerade erzählt, dass man ist so erstarrt selber, dass man da gut durchkommt? Ich finde, wichtig sind so zwei einfach formale Fragen, Feuer oder Erde, Feuerbestattung oder Erdbestattung und dann der dafür vorgesehene Ort. Das erleichtert die Familie enorm oder die Angehörigen. Wenn man voneinander weiß, boah, der würde auf keinen Fall sagen, in die Erde, nee, nicht mit mir. Mhm. Das sind einfach unsere beiden Formen in Deutschland. Und der Ort, ne? Ist auch wichtig zu besprechen. Gerade wenn es so etwas Ungewöhnliches wie Seebestattung gibt, dafür entscheiden sich manche so still und heimlich, weil sie genau wissen, oh, die fänden das blöde, die anderen. Aber für die anderen ist es dann auch das Leben weiterhin blöde. Also das zu besprechen, das wäre schon sehr, sehr was gut. Was ist mit sowas wie Patientenverfügung oder sowas? Ist nicht so wichtig, das gehört eigentlich auch nicht zur Bestattung, aber eine Vorsorgevollmacht wäre gut. Also die Rechte abtreten an jemanden, dem ich vertraue.